Dreistutzen. Die eine gute Erfahrung bringen. 200 pro Stück. Ja, nichts leichter als das. So, hier liegt auch noch Zeug rum. Ja, in Ulcaster kriegen wir auf jeden Fall noch Level 3 hin, wahrscheinlich. Für die Gerechtigkeit. Spätestens, wenn wir die Queste noch abgeben. So. Was wollt ihr? Ich hab genug davon. Die wollen super weiter nach Fallen. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Während wir hier den Zauberstab aufnehmen. Ja? Hier lang. Oh, du siehst garstig aus. Ja, du bist ein Vampirwolf. Du bist einer von den garstigen Varianten. Ja, oh allgegenwärtige Autoritätsperson. Mich kümmert, ich hab genug davon. Mit dem wir uns schützen sollten. So. Oh, er ist schon tot. Ihr braucht meine Hilfe. Ich tue mein Bestes. Aber Talisa ist festgehalten. Du bist ja ein komischer Kraut. Ich hab genug davon. Sehr schön. Gucken wir mal, was hat er hier bewacht? Ein Heiltrank und ein Absorptionstrank. Was hier lang? Also Tränke haben wir schon mal genug. Hunde, noch mehr Schreckenswölfe. Ja? Ja, ich hab genug davon. Mich kümmert ihr. Alle sind so vertrauenswürdig wie Minsk und Bu. Gucken wir mal in das enge Bäumchen hier. Hier ist nichts mehr drin. Okay, da wäre eine Falle, die ich jetzt entschärfen werde. Was wollt ihr? Und Talisa hat gleich ihr zweites Level ab. Ist ja ein komischer Kauz. Sehr gut. Denn ich verschwinde jetzt. Falle ist entschärft. Heiltrank, Heiltrank, Pfeil, Pfeil. Das Buch. Die Geschichte von Trank der Hügelriesenstärke, ein Flammenöl und ein trübes Gegengift. Komm, den einen kannst du mal trinken. Das trübe Gegengift werden wir verkaufen. Pfeile. Säurepfeile. Eispfeile. Und die anderen beiden kann Imoen leider nicht identifizieren. Ein Brandöl und ein Trank für Kalid. Sehr schön. Gut, was wollt ihr? So stellen wir uns mal wieder da auf und locken die restlichen Wölfe hier doch an. Ach, ist doch einer. Und der Raum da sieht auch leer aus. Ja, euer Leben liegt in meiner Hand. Dies ist mein Watchman. Ja, ich verschwinde jetzt. So, 650. Boah, hier fehlt nicht mehr viel zum Level. Mich kümmert's nicht. Du legst mal Pfeile nach. Du legst mal Schleuderkugeln nach. Was? Beinahe unter meiner Würde. Haben wir doch sehr viel aus Ulcaster rausholen können. Und haben Ulcaster abgeschlossen. So, der Zauberstab kommt mal zu ihr. Den muss sie identifizieren. Die Pfeile kann leider niemand identifizieren. Das Buch kommt zu Talisa. Hier haben wir zu viel Zeug. Hier haben wir auch einen Haufen Zeug. Sie hat einen Haufen Tränke. Die Gegengifte könnten eigentlich mal verkauft werden. Dafür nehme ich gerne mal die Heldentränke. Kann nur von Krieger. Ach Mist, ich bin ja zurzeit gar kein Krieger mehr. Was könnte ich dann nehmen für einen Trank? Das ist der violette Trank, der die Stärke hoch macht. Trank der Spiegelaugen ist neu Notfan gut.
kann immer den. Der kann auch nur von Kriegern verwendet werden. Trank der Freiheit. Ach, dann nimmt halt den hier. Auch gut. Und dann fertilisieren wir uns. Gut. Geben Ulcaster sein Buch, kassieren genug Erfahrungspunkte für Level 3. Und decken bei der Gelegenheit auch gleich das Fitzelchen hier auf. So, genau. Hey Ulcaster, wo streunst du gerade rum? Hallo. Ulcaster. Und ja, das sind nur etwas mehr als 100 Erfahrungspunkte pro Wolf. Da habe ich mich ein bisschen verkalkuliert. Aber vielleicht reicht ja jetzt dieser Ton aus. Nein, aber die Kuhle wahrscheinlich. Die Kuhle, die kann ich nehmen. Kann ich ordentlich eine reinwirken. Genau, die reichen aus. Eine Stufe höher. Einverstanden. Neue Zauber. Stärkung. Der Empfänger dieses Zaubers kommt in den Genuss eines Segens. Plus 1 auf Angriffs- und Rettungswürfe und erhält für die Dauer des Zaubers einen Sonderbonus von 1W8 zusätzlichen Trefferpunkten. Dadurch ist er in der Lage, seinen eigentlichen Höchstwert an Trefferpunkten zu überschreiten. Wenn der Empfänger Schaden erleidet, wird dieser zuerst von den zusätzlichen Trefferpunkten abgezogen, die auch durch Heilzauber nicht wiedererlangt werden können. Beispiel ein Kämpfer mit 8 Trefferpunkten erleidet 2 Schadenspunkte, 8 und 6 und empfängt dann eine Stärke, die ihm 5 zusätzliche Trefferpunkte verleiht. Der Kämpfer hat nun 11 Trefferpunkte, von denen 3 vorübergehender Dauer sind. Ja und so weiter. Ist schon mal nicht so schlecht. Würde jetzt 4 Runden halten, was nicht viel ist. Hier hätte ich Rindenhaut, das bringt gar nichts, weil das nur die Rüstungsklasse runtersetzt. Gesang, das bringt auf jeden Fall was. Genau, er hat alle Verbündete plus 1 auf Angriffs- und Rettungswürfe, während Gegner einen Abzug erleiden. Und bei mehrfacher Anwendung simuliert das, steigert sich das sogar. Also nehmen wir das einfach mal. Göttliche Macht. Ja, kurze Zeit Kraft zu verleihen. Als Folge werden seine Stärke, Konstitution und Geschicklichkeit für je 3 Erfahrungsstufen um jeweils 1 erhöht. Bei einem Priester der 3. Stufe um 1, bei einem Priester der 12. Stufe um 4. Jo, das ist auch nicht schlecht, aber ich würde gerne erstmal Flammenklinge nehmen. Unter Wasser funktioniert der Zauber nicht. Oder Geisterhammer. Durch die Anrufung an seiner Gottheit erwirkt der Anwender dieses Zaubers die Entstehung eines magischen Hammers. Für die Wirkungsdauer des Zaubers kann der Priester ihn als magische Waffe gegen Gegner einsetzen. Und für angefangene 6 Stufen des Priesters geht hier ein Bonus von plus 1. Bis zu einem Höchstwert von plus 3 auf Angriffswürfe und auf Schadenswürfe beim Priester der Stufe 13. Der angerichtete Schaden entspricht dem eines gewöhnlichen Kriegshammers. 1W1 plus 1 gegen Gegner mit bis zur menschlichen Größe bzw. 1W4. Zusammen mit dem jeweiligen Magiebonus. Nein, dann finde ich die Flammenklinge doch etwas besser. Und das hier ist Stille. Gegengift ist klar, das ist Gesinnung erkennen. Fallen finden brauchen wir nicht.
Person festhalten. Feuer, Kälte widerstehen. Reichweite, Berührung. Das berührte Wesen. Leider sind es Feuerschutz, Kälteschutz. Mache ich Stärkung oder... Ne, ich mache göttliche Gunst. Das klingt am besten. Ja, beinahe unter meiner Würde. Euer so, noch ein Untoter. Also noch ein Ghoul, der jetzt Talisa gelebt hat. So, während die beiden gelebt sind, kannst du sie mal kurz heilen. Jo, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt brauchen wir 3000 Erfahrungspunkte. Nicht so viel reden und mehr kämpfen. Also Level 3 haben wir schon mal erreicht. Fehlt nur noch 4 Level. Was nach wenig klingt, aber immer noch ziemlich viel sein kann. Ich bin ganz Ohr. Ich will gleich mal Gibbern. Was wollt ihr? Na, gut. Hat sich erledigt. Oh, nochmal Glück. Glück ist auf jeden Fall dann angebracht, wenn Imoen es nicht schafft, eine Truhe zu öffnen. Wo läuft dieser Ulcaster jetzt rum? Hä? Komm, der muss doch hier irgendwo rumlaufen. Oh, da oben ist noch ein Ghoul mit einer Schriftrolle. Also eine Ghoul-Leiche. Normalerweise läuft er eigentlich hier in dem Gebiet rum. Ah, stinkende Wolke, das kann sie jetzt mittlerweile schon. Auch wenn der Zauber eigentlich nichts bringt, außer eine Wolke zu erschaffen, in der alle bewusstlos werden. Na komm schon, wo bist du, Ulcaster? Hallo, wir wollen dir dein Buch geben. Hier war das Skelett, hier war der Geist. Ernsthaft, wo ist der? Hat er sich hier drin irgendwo versteckt? Nein. Also ich bin es ja eigentlich gewohnt, dass er immer hier vorne um seine Schule rumgeistert. Ach, da ist er ja endlich. Wir haben ein Buch für dich. Das Wissen kehrt mit diesen einfachen Worten auf Pergament geschrieben zurück. Noch einmal lehren zu können in einer himmlischen Lehrstunde. Ich würde das alles verhindern, eines Tages. Wir werden alle noch einmal leben, eines Tages. Ja, sagt er immer wieder dasselbe. Ich habe ein Buch aus den Ruinen der Schule von Ulcaster geborgen und es schien dem Gespenst von Ulcaster wieder ein wenig Klarheit zu geben. Er spukt immer noch hier rum, scheint allerdings eher bereit loszulassen. Ja, ein Schritt in die richtige Richtung. Definitiv. So, die Frage ist jetzt, wir sind ziemlich vollgestopft mit Zeug. Sollen wir damit wirklich gleich nach Petrail und Lasswood gehen oder gehen wir erstmal kurz in Berikos Zeug verkaufen und Stiefel abgeben? Gut. Ich glaube, wir gehen erstmal kurz hier Zeug verkaufen und Stiefel abgeben. Wobei ich gerade überlegen muss, in welchem Haus jetzt der Stiefel-Fuzzi war. Nichts leichter als das. Ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Ja, zeig mir, was du zu verkaufen hast. Du hast nicht schon völlig einen schönen
Na doch, du hättest einen Streitkolben. Plus 1.